So. Fangen wir direkt an. Doom. So. New Game. Inferno. Da waren wir. So, ich fand die Schwierigkeitsstufe ganz okay beim letzten Mal. Und gut. So, wir sind in der Hölle. Oh ja, okay. So. Müssen uns ein bisschen umschauen. Und sonst. Ende. Alle Nächte von FNAF Sister Location. Habe ich auch gesehen. Schon. Bist nicht die einzige Person. Oh, oh, oh! Also ich zumindest alle Nächte, alle Enden, die bisher so bekannt sind. Kann ja sein, dass es noch irgendwie noch mehr Zeug gibt. Aber bisher ist ja das Real Ending und das Fake Ending, soweit ich weiß, bekannt. Lag lässt heute nicht auf sich warten. Das ist merkwürdig. Sehr, sehr doof. Also von meiner Seite aus läuft alles super. Also keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Okay, das war's schon. Slouch of Despair. Da geht's weiter. Okay. Ice Cream Ending. Okay, also noch zwei. Also Ice Cream Ending, ich weiß jetzt nicht, ob davon irgendwie was komplett anderes die Rede ist oder ob davon die Rede ist mit dem Zeug, wo man in dem Minispiel, in dem Todesminispiel, da das mit der Eiscreme. Aber wenn es da noch irgendwie was zusätzlich gibt, irgendwas anderes mit Eiscreme, dann kenne ich das auch noch nicht. Das ist interessant. Pfeile zeigen dahin. Ah. Raketen, okay. Oh
Na. Mann. Okay, paar Waffen oder Munition für meine Schrotflinte wäre nicht schlecht. Mann. Oh, Mann. Oh, wunderbar. Ich würde nur ganz gerne wissen, wo ich denn jetzt hin muss. Ah, das Level ist super verwirrend. Super verwirrend. Die Major-Version, Mature-Version, das war Troll. Das war nur ein Troll von Scott. Das hat er ja geschrieben, bevor Sister Location rauskam. Ich glaube, ja, eine halbe Woche vorher. Und da hat er halt gemeint, ja, das Spiel ist zu... Das Spiel ist an sich zu dunkel, er verschiebt den Release nach hinten. Raketenwerfer, sehr schön. Und das erste Kapitel von der Erwachsenenversion wäre auf Game Jolt verfügbar. Und dann hat sich herausgestellt, ja, das war eigentlich nur Troll. Ich wollte es ja zeigen. Das Trollspiel, das Sit and Survive, aber dann gab's ja das Problem mit Hitbox und dann habe ich ja gemeint, nee. Paar 45 Sekunden. Ja, okay, wenn man weiß, was man machen muss, wo man hin muss, kann man das Level wahrscheinlich in 45 Sekunden durchspielen. Das denke ich mal relativ realistisch. Ah, danke schön. Ich wechsle mal wieder auf das. Aber ja, das Mature-Version ist... Getrolle. Oder im Zusammenhang mit dem Getrolle.
von Scott. Kann mir heute den Survive zeigen. Wenn ich recht schnell mit Sister Location fertig werde und danach noch ein bisschen Zeit ist, kann ich's machen, kein Problem. Ansonsten halt, weiß nicht, vielleicht ein anderes Mal. Aber ich hab's auf dem Computer. Sollte kein Problem sein. Was ist eigentlich aus Day Shift at Freddy's geworden? Falls du meinst streammäßig, also wie es mit Stream und so weiter aussieht, ich weiß nicht, ich war damit eigentlich soweit, also für mich persönlich fertig. Ich hab's zwar, ich weiß gar nicht, ob ich's durchgespielt habe. Ich glaube nicht. Ich hab's halt nur mal gezeigt oder so. Können wir gerne nochmal neu spielen, vielleicht nach Fuckboys oder so. Was ist das? Okay. Brauche ich den blauen Schlüssel? Wir hatten das Spread Banning. Okay. Ja, können wir gerne irgendwann nochmal spielen. Ja, dann am besten nach Fuckboys oder so. Wenn dann halt noch irgendwie Zeit ist. Bevor Fuckboys 3.5 draußen ist. Oder halt dann. Okay, oh, okay, das ist BFG, okay. Sehr, sehr starke Waffe. Behalte ich dann erstmal. Naja, wenn Fuckboys 3.5 draußen ist, dann halt. Nach Fuckboys 3.5. Ich weiß nicht, ob ich da runter soll, kann. Ja, okay. War ich denn noch nicht da drüben? Ja, da komme ich nicht. Komme ich nicht hoch.
Oder doch, doch. Okay. Was? Irgendwas hat mir da wehgetan. Oh, ist das Level jetzt schon wieder so verwirrend? So verwirrend labyrinthmäßig. Ah! Okay, da greift mich was an. Das ist schön. Moment, ich hab jetzt den blauen Schlüssel. Hä? Wo habe ich den denn bitte aufgehoben? Nicht mitbekommen. Okay. Pandemonium finished. Sehr gut. House of Pain. Das hört sich spaßig an. Sehr spaßig. Die schöne Musik. Bom. Secret is revealed. Schönes Secret. Ganz toll. Die Dinger mag ich am wenigsten, die menschlichen Gegner. Weil die haben nicht wirklich Projektile, die haben irgendwie... Weiß nicht. Die feuern so schnell, da kannst du nicht ausweichen, irgendwie. Ah. Komische Bildschirmeffekt immer. Dass es immer so blinken muss, wenn man Power-Up. Wenn das Power-Up ausläuft. Okay. Blaue Keycard. Welche da hier ist? Sehr schön. Beziehungsweise blauer Schädel. Weil in der Hölle werden keine Keycards benutzt.
die benutzen alle Schädel, um durch Türen zu kommen. Secret is revealed. Was für ein Secret? Das verstehe ich nicht ganz. Ah! Okay, keine Ahnung. Merkwürdig. Merkwürdiges Spiel. Roten Schädel. Da brauche ich gelben Schädel. Sehr schön. Gelber Schädel. Rot. Ah, jetzt ist das wieder zugegangen. Fuck. Da geht das auf. Ach komm. Ja. Ja. Oder Schädel. Nice. Was macht der denn da jetzt? Okay. Exit. Nice. House of Pain finished. Ja. So, als nächstes Unholy Cathedral. Sehr schön. Ah.
Unholy Cathedral. Mal schauen. Übrigens, ich hab, wann eigentlich, Montag oder Sonntag eine neue Serie angefangen zu schauen. Bin inzwischen schon die erste Staffel durch. Und mit der zweiten Staffel ungefähr mit der Hälfte fertig. Serie heißt, man kennt sie eventuell, Mr. Robot. Protagonist wird von dem Typen, ich glaube Josh heißt er, von Dingens, Until Dawn gespielt. Und insgesamt sehr, sehr unterhaltsame Serie auf jeden Fall. Also, gefällt mir sehr. Deswegen habe ich auch innerhalb von einer halben Woche anderthalb Staffeln davon durchgeschaut. Und ja. Die erste Staffel war super, die zweite Staffel, weiß nicht. Die ist ein bisschen komisch. Beziehungsweise, ja, die zweite Staffel ist nicht so gut wie die erste Staffel irgendwie. Finde ich. Aber ist trotzdem ganz gut. Ganz gut. Und ja. Und ich muss dazu sagen, die haben das, weil da geht's auch sehr ums Hacken und so weiter. Und ich muss sagen, weil ich ja zumindest von dem technischen Zeug her mehr oder weniger ein bisschen Ahnung habe, wegen meiner Ausbildung und so, muss ich sagen, ist sehr, sehr gut dargestellt. Also bisher das realistischste Hacken, das ich in irgendwelchen Multimedien bisher gesehen habe. Ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Serie. Aber Serie ist nicht nur für Leute, die halt technisch irgendwie sich für irgendwas interessieren. Sondern an sich einfach. An sich, die Serie ist ziemlich gut. Kann ich nur empfehlen. Und falls Leute nicht unbedingt Serien mit echten Menschen mögen, ich habe auch noch einen kleinen Anime, den ich empfehlen kann, wo ich ungefähr zur Hälfte fertig bin. Besteht nur aus 12 Folgen oder so. Der aber auch sehr, sehr gut ist. Zumindest mehr oder weniger für die Leute, die sich halt dafür interessieren. Ich weiß es leider nicht mehr genau, wie der ganz genau heißt. Ich glaube Gakuroshi oder so. Ich muss dann mal schauen. Also falls es jemanden interessiert, ich kann dann gleich mal nachschauen, wie der ganz richtig heißt. Muss ich denn hin, mein Gott? Aber ja. Der Anime ist gut. Kann leider nicht viel davon erzählen, weil ich sonst spoilern würde. Und ja. Klingt bekannt. Ein kleines bisschen, glaube ich, ja. Also ganz unbekannt ist er, glaube ich, nicht. Geht um, ich sag's mal so, geht's um eine Gruppe von, also hauptsächlich geht's da um eine Gruppe von Schülerinnen. Und die haben so einen Club in der Schule. Im Englischen heißt es, glaube ich, School Living Club.
frei auf Deutsch übersetzt, weiß nicht, Schulleben-Club oder Leben in der Schule-Club, sowas. Und ja. Man sollte sich aber nicht von dem ganzen Zeug ein bisschen irritieren lassen, weil, ja. Mehr darf ich nicht verraten. Es ist. Beziehungsweise, ich denke mal, warum öffnet sich das jetzt auf einmal? Ich denke mal, an sich kann ich schnell sagen, es ist nicht so ganz Larifari, Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter. So viel kann ich, denke ich, mal verraten. Gakugurashi. Genau so. Der. Der ist sehr, sehr. Sehr, sehr cool. Und ja. Also, wen es interessiert, einfach mal die erste Folge schauen. Und ja. Mein Gott. Wo muss ich denn hin? Jetzt habe ich zumindest schon mal einen. Ah! Schon mal einen gelben Schädel. Nur keine Ahnung, wo ich damit hingehe. School Life. Genau, School Life, stimmt. So heißt er auch. Also ich glaube, wenn man auf Proxa nach School Life schaut oder direkt einfach School Life in die Suche eingibt, kommt, glaube ich, der gar nicht. Warum auch immer. Ich glaube, auf Proxa an sich ist der jetzt nur als Gakugurashi bekannt. Aber ja, ist guter Anime. Ich verstehe nicht. Wo brauche ich denn den gelben Schädel? Kommt er. Okay. Gut. Mein Gott, wo muss ich denn hin? Ah, okay. Mein Gott. Okay.
Jetzt bin ich wieder hier. Meine Fresse. Okay, blauer Schädel. Bringt der mir überhaupt was? Kann ich erstmal nichts weitermachen. Mann! Okay. Ist das auch noch offen? Denkt mir aber nichts. Wo muss ich denn hin? Versteh es nicht. Moment, da hinten. Da hinten ist eine blaue Tür. Oh, okay. Da hinten ist. Oh, okay, okay. Gott. Exit. Oh, endlich, danke. Mount Erebus. Okay. Oh Gott. Schöne Wände. Schöne Wände. Aber gute Musik auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon mal den blauen Schädel, das ist schön. Vielleicht brauche ich den. Komische Laserwaffe, was auch immer das ist, die ist cool. Die ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark, feuert sehr, sehr schnell. Hat sehr, sehr viel Munition. Ist gute Waffe. Sehr schöne Waffe. Boden weg, ernsthaft.
Dieses dämliche Upgrade, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, was das überhaupt macht. Außer mein Bildschirm schwarz-weiß. Ich kaum was erkenne. So, gehen wir mal in den Tempel hier rein. Okay, irgendwas greift mich an. Unsichtbare Sache. Secret is revealed. Yay. Okay, die bringen sich gegenseitig um. Das ist wunderbar. Okay, noch irgendwie Schalter hier. Na. Schöner Raum. So, hier ist was Schönes. Da. Okay, so, hier war ich noch nicht drin. Auch nicht viel gebracht. Also, dass ich jetzt keine Ahnung habe, wie ich rauskomme. Ganz toll. Aha. Kettensäge, yeah. Okay. Versuchen wir es nochmal, weil da ein das da will ich rein. Yes! Teleport! Irgendwo hin. Oh Gott. Gott, Gott. So, hier ist gar nichts. Auch gut. So, das habe ich ja ausgemacht. Ah. Okay, da hier ist die Map. Hier ist schon Ende? Tatsächlich. Das war eine coole Map. Die hat mir gefallen. War schön, schön groß, schön weit. Hat nicht ewig gedauert. So, Gate to Limbo. Es scheint das vorletzte Level zu sein. Sieht fast so aus. Da. Schauen. Ich meine, Laserzeug. Da ist mein Laserzeug.
So, da brauche ich blaue. Blau. Ganz toll. Aber Rüstung. Secret is revealed. Yeah. Yeah. Wo waren denn jetzt die blauen Türen? Ups. Andere Seite. Gut. Blaue Tür. Das sieht nach Kampf aus. Ja, solange es nur die Dinger sind. Ist gar nicht. Okay. Da. Secret is revealed. Yeah. Jetzt bin ich wieder da. Okay, da brauche ich roten Schlüssel. Zufällig irgendwas. Rot. Rot. Okay, nix, wo ich im Moment hin kann. Rot. Ah. Muss ich schnell sein? Na. Nein! Und jetzt? Ah. Ja, da ist eine rote Tür. Schön, dass ich da nicht hindurch kann. Müssen wir nochmal da gucken. Okay. Da ist Teleport. Rot. Roter Schlüssel. Nice. Irgendwas aufgemacht. Report, wo bringst du mich hin? Da wieder. Das ist sehr gut sogar. Kann ich direkt hier lang? Ich nehme an, ich muss hier in die Mitte. In der Mitte durch. Gelber. Fuck. Brauche ich den gelben Schlüssel? Schlüssel. Und da ist der gelbe Schlüssel. Ah! Jetzt bin ich runtergefallen. Muss nur irgendwie drüber kommen. Ich könnte natürlich cheaten und springen. Aber das wäre natürlich doof. Das wäre doof. Schauen wir mal schnell. Ist hier irgendwas? Teleport bringt mich wieder dahin. Vielleicht muss ich das hier irgendwie was aktivieren oder so. Ja, und jetzt ganz schnell. Nehmen an, das ist auf Zeit.
Dann schnell darüber sprinten und Schlüssel nehmen. Tada! Wurde es auch nicht auf Zeit. Hey. Bisschen geschummelt, aber. Ist ja nicht so schlimm. So, jetzt können wir da hier. So, Leben bräuchte ich wieder, danke. Und. Jetzt muss ich auch da hier. Wahrscheinlich da hier. Ach, scheiß drauf. Machen wir es ein bisschen einfacher. Okay, jetzt kann ich dadurch, wo auch immer das ist. Moment, ich gehe nochmal da. Dadurch. Wo auch immer das ist. Beziehungsweise wie auch immer ich da hinkomme. Finden wir es heraus. Ja. Tada! Perfekt. So, Gate to Limbo haben wir. Ich nehme an, letztes Level mit Boss und so weiter. This. Oder die. Keine Ahnung. Oh, oh, oh. Oh Gott, was ist das? Mother Brain. Fuck off. Alter. Oh, das war's. The loathsome spider demon that masterminded the invasion of the moon bases and caused so much death has had its ass kicked for all time. A hidden doorway opens and you enter. You've proven too tough for hell to contain, and now hell at last plays fair. For you emerge from the door to see the green fields of Earth, home at last. You wonder what's been happening on Earth while you were battling evil unleashed. It's good that no hellspawn could have come through that door with you. Ah, süßer Hase. Ah, süße Musik. Ah, oh, süßer Hase. The End. Das war Doom 1. Nice. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber wir haben ja noch die vierte Episode, die Bonus-Episode, die wir dann nächste Woche uns anschauen. Mag ich Apfel. Ja, ich hab, also kommt drauf an. Also wenn du die Frucht meinst, dann ja. Wenn du den englischen, wenn du das Unternehmen meinst, das Apfel heißt bloß auf Englisch, dann bin ich nicht so super Fan von. Also bin nicht so der Fan von Apple oder sowas. Aber Äpfel an sich, die Früchte, mag ich. Gut. Das war dumm.